Hallo zusammen, ich komme gerade vom Markt und habe ich mir schön frische Tomaten gekauft. Und damit die auch frisch bleiben und ihr Aroma behalten, kommen die direkt bei mir in den Kühlschrank. Denn bei Zimmertemperatur werden sie schnell matschig und verlieren ihr Aroma. Das ist keine gute Idee, denn Tomaten im Kühlschrank verlieren schnell ihr Aroma und schmecken nach kurzer Zeit nur noch wässrig. Deshalb lagere ich meine Tomaten bei Raumtemperatur. Dann bleibt das Aroma erhalten und sie schmecken auch nach ein paar Tagen immer noch sehr, sehr lecker. So, die Frage also ist, das Aroma von Tomaten erhält man am besten, indem man sie, wie Patrick sagt, im Kühlschrank lagert oder wie Peter sagt, bei Zimmertemperatur lagert. Herr Goldner in Ingolstadt, servus. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Wissen Sie es? Ja, ich denke, und zwar bei Zimmertemperatur. Da machen wir auch gar keine Faxen, das locken wir direkt ein und gucken gemeinsam auf die Lösung. Habe ich doch gesagt, Tomaten gehören auf keinen Fall in den Kühlschrank, denn dann geht das Aroma verloren, wenn Tomaten zu kalt werden. Zudem werden Tomaten im Kühlschrank glasig. Deshalb lagere ich meine Tomaten bei Raumtemperatur. Dies gilt übrigens auch für Paprika und Gurken. Übrigens, Tomaten nicht mit anderem Obst oder Gemüse zusammen lagern. Denn die Tomate gibt sogenanntes Ethylen, ein natürliches Reifegas, frei, welches andere Obst- und Gemüsesorten schneller reifen lässt. Ja, und da gab es noch jede Menge Tipps obendrauf. Herr Goldner, sind Sie noch da? Ja, ich bin da. Sie haben es gehört? Ja. 250 Euro gehen zu Ihnen nach Ingolstadt. Ach, das ist ja super. Ja, finde ich auch. Herzlichen Glückwunsch. Sie hatten sowas von recht gehabt. Nicht schlecht an einem Donnerstag. Sie sind der Herr Wienball, ne? Machen Sie es gut und tschüss und einen schönen Tag noch nach Ihnen und zu Ihnen nach Ingolstadt.